heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Dr. Jens Sömers. Hallo. Hallo, Frau Gaun. Ja, wir sprechen heute über Lehrer-Schüler-Beziehungen, über die Auswirkungen der aktuellen Zeit auf Lehrer-Schüler-Beziehungen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Sie einmal kurz vorstellen. Dazu habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Dr. Jens Christian Sömers ist studierter Wirtschaftspädagoge mit den Schwerpunkten Erziehungswissenschaften, Verkehrswissenschaften und Unternehmensführung. Seit seinem zweiten Staatsexamen unterrichtet er Wirtschaftsinformatik, Volkswirtschaftslehre, Lagerlogistik an einem Kölner Berufskolleg und ist als Buchautor beim Merkur Verlag in Rinteln tätig. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, in Rinteln. Im Jahr 2019 wurde er für seine Studien über die Auswirkungen von Lehrer-Schüler-Beziehungen auf den Erwerb beruflicher Handlungskompetenzen promoviert. Außerdem betreibt er einen Blog über Lehrer-Schüler-Beziehungen und hat auch mehrere Artikel über die Auswirkungen von der Corona-Situation auf Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern veröffentlicht. Aktuell arbeitet er an einem unterrichtspraktischen Ratgeber zur Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehungen in Unterrichten an allgemeinbildenden Schulen. So, ich glaube, das ist als Einstieg ganz verständlich für die Hörer, was sie machen, wieso wir gemeinsam über dieses Thema sprechen. Ja, und meine erste Frage an Sie, Sie haben ja vor einiger Zeit untersucht, welche genauen Merkmale für eine besonders gute Lehrer-Schüler-Beziehung wichtig sind und wie sich diese Merkmale auf die verschiedenen Dimensionen der beruflichen Handlungskompetenz, sprich Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Humankompetenz auswirken. Hat sich mir zu Beginn die Frage gestellt, wieso? Also was hat Sie bewegt, das zu untersuchen? Ja, eigentlich, das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann war das in der Regel so, dass meine Lernbereitschaft und meine Lernmotivation in den Fächern überwiegend davon abhängig waren, wie gut ich mich mit den Lehrern verstanden habe und wie gut die Lehrer mich für die Inhalte auch begeistern konnten. Und bei mir war das so, dass ich in den Fächern, wo ich eine gute Beziehung zu den Lehrern hatte, auch gute und sehr gute Leistungen hatte. Und in den Fächern, wo, sagen wir mal ganz vorsichtig, das Beziehungsverhältnis gestört war, ich teilweise sogar mangelnde und ungenügende Leistungen hatte. Und heute beobachte ich bei meinen eigenen Schülern im Unterricht, dass die Lernbereitschaft und die Lerndisziplin sehr stark davon abhängig sind, wie gut die Beziehungen zu den Lehrern sind. Und ich beobachte auch, dass die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehungen, dass sich dadurch die Disziplinprobleme auch bei solchen Schülern reduzieren lassen, die nachweislich viele Jahre Disziplin- und motivationslos verschiedene Schulsysteme durchlaufen haben. Wenn man sich die aktuelle bildungspolitische Diskussion anguckt über das berufsschulische System, dann erkennt man, dass Berufsschullehrer eigentlich seit Jahren eine zunehmende Disziplin- und Motivationslosigkeit der Schüler beobachten. Okay. Und vor dem Hintergrund meiner eigenen positiven Erfahrung mit Lehrer-Schüler-Beziehungen auf der einen Seite und diese Kritik an den zunehmenden Disziplinlosigkeit und Respektlosigkeit auf der anderen Seite stellte sich mir die Frage, wie denn jetzt wirklich die Beziehung zwischen den Lehrern und Schülern zu gestalten seien, damit sich das positiv aufs Lernen der Schüler und auf den Erwerb der beruflichen Handlungskompetenz auswirkt. Sehr spannend, ich finde es total wichtig. Genau so war es bei mir auch. Also da kann ich mich anschließen. Und ich glaube, es geht auch vielen so, dass das einfach oft auch hinderlich ist, wenn die Beziehung da nicht passend ist, nicht korrekt ist, nicht gut ist. Ist ja auch unter anderem bei Ihren Studien rausgekommen. Und was macht denn Ihre Forschungsgruppe genau? Wie sieht das denn aus? Wie haben Sie das untersucht? Also eigentlich ist es so, wenn man da mal in die Literatur schaut, dann sind Lehrer-Schüler-Beziehungen und die Forschung Gegenstand von Neurobiologie, also Mythos Spitzer. Dann gibt es einen großen Bereich der pädagogischen Psychologie und der Unterrichtsforschung. Das fällt im Bereich von Hattie zum Beispiel. Mhm. Und aus völlig unerklärlichen Gründen ist die Situation völlig unerforscht, welche Merkmale besonders gute Lehrer-Schüler-Beziehungen ausmachen und wie sich das auf den Erwerb der Handlungskompetenzen auswirkt. Und es ist auch völlig mir unerklärlich, warum zum Beispiel an den Lehramtsstudiengängen, an den Universitäten
und an den Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung die Lehrer-Schüler-Beziehungen so selten thematisiert werden und so stiefmütterlich behandelt werden, obwohl jeder weiß, welche große Bedeutung und welche Wirkung das auf den Unterricht aushält. Aufgrund dieser defizitären Forschungslage musste ich diesen Forschungsfeld in einem ersten Schritt erstmal ganz offen und breit gegenübertreten und habe über 100 Schüler einen Aufsatz schreiben lassen. Und zwar zum Thema: Beschreiben Sie eine Situation aus dem Unterricht, in der Sie erkannt haben, dass ein Lehrer eine besonders gute Beziehung zu seinen Schülern hat. Ja. Und aus diesen Aufsätzen, diese Aufsätze habe ich einer strukturierenden Inhaltsanalyse unterzogen und habe dann 400 Sinneinheiten herausgefunden, wodurch sich aus Sicht der Schüler eine besonders gute Lehrer-Schüler-Beziehung auswirken, und habe diese in einem zweiten Forschungsschritt in einer standardisierten Fragebogenerhebung an über 1100 Schüler in Deutschland mit Hilfe eines Fragebogens herangetragen und habe die einschätzen lassen, wie sich diese 11 Merkmale besonders guter Lehrer-Schüler-Beziehung auf den Erwerb von Fach-, Methoden-, Sozial- und humanen Kompetenzen auswirken. Was waren da denn die wichtigsten Erkenntnisse? Was war den Schülern besonders wichtig? Ja, also zuerst war mal ganz, ganz spannend die Auswertung der Aufsätze der Schüler. Ja. Da hat sich gezeigt, dass es eigentlich 5 Kategorien gibt mit 11 Merkmalen insgesamt. Mhm. Und da war herausragende Bedeutung für die Schüler, dass die Lern-Lern-Atmosphäre stimmt. Ja. Schüler wollen auf der einen Seite sehr, sehr viel gemeinsam miteinander lachen, aber auf der anderen Seite auch sehr ernsthaft miteinander arbeiten. Mhm. Die zweite Kategorie besonders guter Lehrer-Schüler-Beziehungen in der Wahrnehmung der Schüler war die Unterstützung des Lehrers beim Lernen. Mhm. Da ist es den Schülern ganz besonders wichtig, dass der Lehrer bei individuellen Lernproblemen den Schülern gerne hilft und dass die Schüler das Gefühl haben, dass er sich wirklich richtig reinhängt, damit auch alle Schüler einen Lernzugang haben. Das fängt schon bei der Vorbereitung an, aber auch im Unterricht, dass der auf Fragen nochmal eingeht und wirklich jedem das Gefühl vermittelt, dass es ihm wichtig ist, dass der sich weiterentwickelt. Mhm. Die dritte Kategorie war die Kategorie der Aufrichtigkeit. Da war es den Schülern ganz wichtig, dass Lehrer sich die ehrliche Meinung sagen, ja, und Gefühle offen zeigen. Mhm. Also nicht in eine Rolle sich begeben und irgendetwas künsteln oder so, sondern dadurch Gefühle offen zeigen. Die vierte Kategorie war die Kategorie der Zugänglichkeit. Mhm. Das ist so, dass Schüler besonders wertschätzen, wenn Lehrer und Schüler aufgeschlossen aufeinander zugehen und Probleme direkt ansprechen zum Beispiel und auch auf gegenseitige Anregungen und Kritik eingehen. Also dass Schüler das Gefühl haben, sie fühlen sich ernst genommen. Und die fünfte Kategorie war die persönliche Zuwendung des Lehrers zu den Schülern. Da war es wichtig, haben die Schüler gesagt, dass der viele persönliche und private Gespräche über Probleme auch geführt werden, beispielsweise, oder dass Lehrer und Schüler auch nonverbal miteinander kommunizieren, also durch einen Schulterklopf vor oder irgendwie mal durch eine Gestik oder eine Mimik irgendwie den Schüler Zuspruch geben. Wow. Ja, bei der Auswertung der Fragebögen, das war der zweite Schritt des Designs, ja. Da war es so, dass überhaupt ja erstmal bestätigt werden musste, dass Lehrer-Schüler-Beziehungen eine Relevanz fürs Lernen haben. Das liest man zwar überall, war aber unklar. Und ja, das war also so, dass die Schüler zum Großteil gesagt haben, dass das im Unterricht nicht thematisiert wird, die Beziehung. Mhm. Aber auf der anderen Seite mit einem sehr, sehr hohen Zuspruch und einem sehr hohen Anteil auf der Skala, dass die Schüler gesagt haben, dass ihnen das Lernen sehr viel leichter fällt, wenn sie eine gute Beziehung haben. Mhm. Und dass es auf der anderen Seite sehr hinderlich ist und nicht förderlich, wenn die Beziehung, das Beziehungsverhältnis gestört ist. Und zum Schluss war ganz überragend, da war ich sehr beeindruckt, dass die Schüler sich also fast alle gewünscht haben, dass die Lehrer und Schüler mehr Wert auf eine gute Beziehung zueinander legen. Wow, sehr erstaunlich, ne, dass das so eine wichtige Rolle spielt und nur aufgrund dessen, dass es auch ja, soziale Aspekte sind, die vielleicht nicht direkt messbar sind, wie andere Dinge, Noten und so weiter, dass das ja oft in Vergessenheit geriet. Ich würde sagen, jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders. Würden Sie das auch so unterschreiben, dass da ein Wandel stattgefunden hat?
dass jetzt mehr Wert auf die Beziehung gelegt wird und nicht mehr so viel mit Angst gearbeitet wird zum Beispiel? Ja, das würde ich so sagen. Schule ist Gott sei Dank, da ist eine ganze Menge Bewegung drin im Moment, auch aufgrund der Corona-Situation. Ja. Da haben wir wirklich das Gefühl, das ist dass eine sehr, sehr gute Stimmung in der Schule im Moment. Beide Seiten sind froh, dass sie sich wieder haben. Ja. Das war vorher anders. Ne? Ja. Durch den Lockdown wurden wir ja getrennt. Und Schüler waren zu Hause und Lehrer waren zu Hause. Und das war für die Beziehung nicht förderlich. Fürs Lernen, da kann man drüber streiten, das kann man lesen, das ist analysiert. Aber diese Trennung wirklich zum Beispiel auf gemeinsame Lernatmosphäre, Zugänglichkeit bei Problemen und so weiter, sehr problematisch. In Anbetracht dessen, den Erkenntnissen, die wir jetzt zum Beispiel durch die Corona-Situation haben, den Erkenntnissen aus Ihrer Studie, wenn man sich mal alles anschaut, was bedeutet ganzheitliches Lernen für Sie? Also Lernen ist für mich erstmal ein Prozess, bei dem durch Erfahrungen Wissen und Können gewonnen wird, was einen dann handlungskompetenter macht in dem Bereich, in dem das stattgefunden hat. Dadurch wird deutlich, dass Lernen nach meiner Auffassung handlungsorientiert stattfindet und selbstgesteuert. Selbstgesteuert bedeutet, dass jemand einen kognitiven Konflikt erfährt. Das heißt, jemand sieht etwas oder jemandem wird ein Reiz dargeboten und der hat reagiert darauf mit einem Unruhezustand und strebt danach, diesen Unruhezustand aufzulösen. Und stürzt sich dann im günstigsten Fall auf Informationsmaterial durch Input von Videos oder mit Lehrbeihilfe und versucht diesen Unruhezustand, wir Pädagogen nennen das Assimilation und Akkumulation, und strebt danach, diesen Unruhezustand aufzulösen. Durch diese Auflösung ist es so, dass bereits vorhandenes Wissen verdichtet wird. Das wird an dem Wissen angeknüpft und es wird weiterentwickelt. Es wird aber auch Wissen revidiert und neu gestaltet. Und dadurch findet halt eine Entwicklung statt. Und das ist für mich nach meiner Auffassung der richtige Weg zu lernen. Sehr schön ausgedrückt. Jetzt würde ich gerne auch auf die einzelnen Aspekte eingehen und vielleicht jeden Einzelnen, wenn wir uns den Erwerb von Kompetenzen anschauen, durchgehen und von Ihnen gerne wissen, zu Beginn, was ist denn wichtig zum erfolgreichen Erwerb von Fachkompetenz? Ja. Damit angefangen. Also Fachkompetenz erwirbt man durch inhaltlich-fachliches Lernen, also durch Lernen in inhaltlich-fachlichen Bereichen und zielt ja auf Wissen und Können mehr. Da ist es nach meinen Ergebnissen wichtig, dass Lehrer und Schüler auf gegenseitige Anregungen eingehen und der Lehrer jedem einzelnen Schüler bei individuellen Problemen gerne hilft. Beim methodisch problemlösenden Lernen, also beispielsweise beim Lösen einer Fallsituation mit Hilfe eines Gesetzestextes, wie man da vorgeht, da ist es auch wichtig, dass Lehrer und Schüler wieder auf gegenseitige Anregungen eingehen und der Lehrer jedem einzelnen Schüler bei individuellen Lernproblemen gerne hilft. Also das scheint offensichtlich sowohl beim Erwerb von Fachkompetenz als auch bei Methodenkompetenz besonders bedeutsam zu sein. Mhm. Dann ist es für den Erwerb von Sozialkompetenz wichtig, dass Lehrer und Schüler auf gegenseitige Anregungen eingehen. Da kommt das nochmal. Und da natürlich auch, dass Lehrer und Schüler sich die ehrliche Meinung sagen. Ja, ja. Denn wie kann ich jemanden zum verantwortungsbewussten Verhalten erziehen oder dazu beitragen, dass er mit Zuwendungen und Spannungen umgeht, wenn was der Gegenüber nicht ehrlich ist? Das könnte nicht gut. Und dann ist es für den Erwerb von Humankompetenz wichtig, dass Lehrer und Schüler auf gegenseitige Anregungen eingehen und dass der Lehrer das Gefühl vermittelt, dass alle Schüler ein Lernzuwachs in der Klasse haben. Also wenn man das mal zusammenfasst, ist es überragend von diesen 11 Merkmalen, dass Lehrer und Schüler auf gegenseitige Anregungen eingehen. Und das habe ich neulich nochmal gelesen bei Herrn Professor Lüther, ist eine ein Kriterium, dass die Schüler das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Mhm. Jeder in seinem Bereich, aber das ist wirklich so,
Bei uns ist das eigentlich genauso. Wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken, dann waren nicht die Stunden die schönsten, wo Fernsehen geguckt wurde oder irgendwelche Sachen nebenbei gemacht werden, sondern wo man wirklich das Gefühl hat, dass sich das ernsthaft gearbeitet wird. Das ist ja und da Ernsthaftigkeit und ich finde auch Interesse, ne? So, ich weiß noch bei mir, wenn ich gemerkt habe, ja, und da interessiert sich jemand wirklich und geht auf mich ein, nimmt mich ernst und ist da nicht nur Lernplan, aha, okay, ja, nächster, und man wird so abgehandelt, dann hatte man auch nicht so wirklich Lust. Und da, wo man wirklich gemerkt hat, hey, da ist jemand, der sich interessiert, das hat man auch mehr, also zumindest ich, mehr mitgenommen, besser verinnerlicht. Ich habe noch die Frage, wo Sie das gerade Punkt für Punkt durchgegangen sind. Was unterscheidet denn Sozial- von Humankompetenz? Also Sozialkompetenz, würde ich sagen, ist eher etwas, beides hat mit der Verantwortung zu tun, mit dem Verantwortungsbereich. Und ich glaube, die Sozialkompetenz, die zielt eher auf die Verantwortung anderen gegenüber, also anderen Menschen in der Gesellschaft gegenüber. Das ist das Soziale, was es ausmacht. Und ich glaube, die Humankompetenz, die zielt ein Stück weit auch auf die Verantwortung sich gegenüber selbst ab. Humankompetenz bedeutet ja, in der Lage zu sein, eigene Lebenspläne zu entwickeln beispielsweise, ne, und sinnvoll am Leben teilzunehmen. Und ich denke, da ist auch jeder selbst und auch jeder Schüler selbst gefragt, damit verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst umzugehen. Definitiv. Sehr spannend. Was können Sie denn Lehrern und Coaches und Trainern mit an die Hand geben, was wichtig ist, was Sie in Ihrem Alltag, worauf Sie achten sollten, um eine bessere, erfolgreiche Lehrer-Schüler-Beziehung herstellen zu können? Ja, also das eine ist so aus der Theorie und das andere ist etwas aus der Praxis, aus meinen eigenen Erfahrungen. Also erstmal habe ich ja durch diese Untersuchung diese statistischen Maße alle durchlaufen und es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse sehr valide sind. Also die interne Konsistenz der Fragebögen, die Faktorladungen der Items und die Intercoder-Reliabilität und was alles gibt, das ist hervorragend durch die Analyse gekommen. Deshalb ist mein Tipp, sich diese 11 Merkmale besonders guter Lehrer-Schüler-Beziehung zu verinnerlichen und diese Verhaltensweisen oft zu nutzen. Also auf gegenseitige Anregungen eingehen, auf der einen Seite gemeinsam lachen, aber auch ernsthaft arbeiten, dann jedem das Gefühl vermitteln, für den da zu sein. Das auf der einen Seite so. Dann ist natürlich dieses auf gegenseitige Anregungen eingehen, wie wir gesehen haben, in allen Kompetenzdimensionen sehr, sehr förderlich. Also das, diese Ernsthaftigkeit, die halte ich für besonders wichtig. Und habe ich gestern noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, ist das so aus der Praxis, was ich jemandem mitgeben würde, ist, sich immer vor Augen zu führen, dass es bestimmt in jedem Beruf Konfliktsituationen und Ärger gibt. Und dass es im Schulbereich viele, viele Sachen gibt, über die man sich im Laufe der Jahre sehr, sehr ärgern kann. Ja, sei das zum Beispiel Büchergeld einsammeln, Quittungen ausstellen, ja, Ordnungsdienste einrichten, Erziehungsmaßnahmen, Parkplatzausweise vergeben. Klassenbücher und Notenlisten führen und WLAN-Zugänge einrichten. Also das ist eine Riesenfülle, die eigentlich von dem Kern abhängt, vom Unterrichten. Und das ist meine sehr, sehr feste Überzeugung ist, man sollte sich als Pädagoge immer vor Augen führen, ab und zu mal, wenn diese Konfliktsituationen, wenn die zu hoch werden, also diese belästigenden Aufgaben, dann sollte man sich immer vor Augen führen, wie schön das ist, und was für ein Privileg das ist, mit Schülern im Unterricht arbeiten zu können. Oh, wie schön. Das haben Sie schön gesagt. Ja, und das schadet auch nichts, wenn man denen das mal sagt. Ja, 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 das denke ich auch. Und wir machen, das ist so eine, ich finde das so unglaublich, wenn man sich mal wenn man mal betrachtet, wie viel Zeit ein Lehrer mit Schülern verbringt, wie viel er bei der Entwicklung beiträgt. Das ist doch toll. Wow. Ja. Das ist nur für so einen Vollpädagogen, Vollblutpädagogen ist das schwierig, wenn diese ganzen ablenkenden Sachen, diese Nebenausstellungen, wenn die immer mehr werden und man das Gefühl hat, man könnte den Schülern teilweise dann nicht mehr gerecht werden. Aber ich sage, wenn das richtig gut läuft und das knistert, die Spannung im Unterricht und die Tür ist so, dann sage ich nur, Leute, können Sie sich wirklich vorstellen, dass es einen schöneren Beruf gibt
Oder was könnten Sie sich vorstellen, würde ich jetzt lieber machen, als mit Ihnen hier zu arbeiten? Das ist toll. Und das sollte man sich, glaube Schön. ich, auch ab und zu mal vor Augen führen. Und auch teilen, ja. Und auch teilen, ja, gerne, ja, na klar, teilen. Schön. Und zurück, wenn wir nochmal zurückspringen zur Corona-Situation, die Sie so am Anfang benannt haben. Und da war ja der Break irgendwie, wow, okay, man war auf einmal getrennt. Und am Anfang, boah, immer doofe Schule und immer zur Schule. Und ich glaube auch, dass durchaus sich Schüler auch gefreut haben, mal wieder in die Schule zu gehen. Und Lehrer wahrscheinlich auch. Und jetzt können Sie das, glaube ich, auch sehr gut beurteilen und aus der Erfahrung auch sprechen. Was hat das gemacht? Was hat die Corona-Situation gemacht und was macht sie jetzt im Unterricht mit Lehrern, mit Schülern? Ja, also für mich war natürlich der Lockdown als Beziehungsdidaktiker eigentlich eine Katastrophe. Ja? Also dass man auseinandergerissen wird und sitzt jetzt und arbeitet dann über Teams oder Zoom-Konferenzen und so weiter miteinander. Das war für mich eigentlich eine neue Situation und die fand ich nicht gut. Und bei den Schülern war das eigentlich ähnlich so. Kommt auch ein bisschen aufs Klientel an. Und ich habe gerne meine Leute bei mir. Und ich sehe die. Ich finde aber, diese ganze Situation ist im Moment so, dass ich den Schulstart als sehr positiv wahrnehme. Also alle freuen sich, aus dieser Situation wieder rausgekommen zu sein und gehen auch sehr, sehr professionell mit dieser Situation um. Ja, die Hygienebestimmungen, die werden sehr routiniert wahrgenommen. Das ist übrigens nicht nur mein Eindruck im berufsschulischen Bereich, sondern auch die Rückmeldung aus den sozialen Netzwerken, die ich bekomme für den allgemeinbildenden Schulbereich, ist so, dass Lehrer und Schüler eigentlich und die Zusammenarbeit durch eine hohe Dankbarkeit getragen ist. Alle nehmen Schule gerade nicht so als Pflichtaufgabe wahr, sondern schätzen Schule, die Klassengemeinschaft und die Unterstützung durch die Lehrer gerade sehr. Sehr wertvoll. Ja, da sieht man, dass das auch durchaus alles immer zwei Seiten hat, ne? Positiv, negativ, wie auch immer man das bewertet. Aber an der Stelle, glaube ich, hat es auch so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl nochmal gestärkt. Und aus Richtig, all Ihren Untersuchungen, ja, das Sie ist, wollten noch was wissen? wenn zum Beispiel, ich habe eine Klasse, die geht jetzt in die Abschlussprüfung, die sind im Block, das ist die vorletzte Blockwoche. Ja, da möchte keiner krank sein, da möchte keiner positiv getestet sein. Und man hat das Gefühl, die passen auch auf die Lehrer gut auf. Ja, also man zieht Maske an und so weiter, damit jeder auch abladen kann. Also alle Klausuren, alle Klassenarbeiten schreiben und man nicht dann irgendwie noch mit irgendwelchen Vornoten rumarbeiten müsste. Also das ist irgendwie ein hohes Gut geworden. Deshalb, also am gravierendsten sind eigentlich im Moment diese Vorschriften mit Tragen von Masken zum Beispiel. Also da haben die Schulen ja, also viele Schulen ja entschieden, freiwillig die Maskenpflicht beizubehalten. Und das ist so, dass eigentlich auf wenig Widerstände stößt. Also wir müssen jetzt nicht von morgens bis abends durch die Schule laufen und Schüler ermahnen und disziplinieren und zur Schulleitung bringen und Maßnahmen ergreifen, sondern das akzeptiert und da ist halt der Ernst der Lage ist auch klar. Das Unterrichten durch die Masken sehe ich als weniger problematisch. Das ist eher so, dass man am Ende des Tages die Müdigkeit, die nimmt halt stark zu. Die Belastung ist groß, das merkt man im Tagesgeschäft nicht, aber abends ist so, dass man sagt, jetzt muss ich aber noch mal raus, ein bisschen frische Luft, das war ein bisschen zu viel für mich. Ja. Ein weiteres Problem ist so zum Beispiel, dass es unterschiedliche Pausenzeiten gibt, um die Schüler versetzt in Pausen zu bringen. Dann müssen bei den EDV-Räumen vor jeder Stunde die Tastaturen abgewischt werden. Ja, dann gibt es, damit jeder immer nachvollziehen kann, wer sich wo aufgehalten hat im Schulgebäude. Unterschiedliche Sitzpläne für die einzelnen Klassen, die gibt es aber auch bei Teilungsunterrichten, bei Parallelunterrichten, die gibt es in den verschiedenen Kursen, die die Schüler belegen. Also das ist ein Riesenverwaltungsapparat, der da in Gang getreten und angestoßen wurde. Aber gut, wir werden auch, denke ich, damit noch diese Situation auch. Viel organisatorischer Aufwand, ja, aber wie Sie
wie ich raushöre, ziehen da ja wirklich alle an einem Strang und das macht das, glaube ich, auch alles so umsetzbar. Hat das eine Auswirkung auf die Konzentration der Schüler? Würden Sie sagen, das fällt denen schwer, so lange mit Maske sich zu konzentrieren? Das glaube ich nicht. Manche rutschen schon mal. Ne? Und wir weisen darauf hin, bitte auch den Nasenschutz machen. Dann haben wir viele, viele Pausen zwischendurch, eine Verordnung über Stoßlüften und ja, genau. Dann auch ab und zu mal nach draußen gehen, einfach, wenn es möglich ist, bei schönem Wetter draußen zu unterrichten. Wir haben einen tollen Campus und eine tolle moderne Schule. Da kann man auch ruhig mal nach draußen gehen. Also es ist nicht mehr so starr, wie das vorher war. Ne? Es klingelt, alle sitzen brav, 90 Minuten, dann klingelt es wieder. Also ja. Wenig konditioniert, ne? Und hoffen einfach, dass wir alles einhalten und dass es ganz normal seinen geregelten Gang gibt. Schön, schön. Und wenn wir jetzt mal die Studien mit einbeziehen, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, alles, was war für Sie, wenn man so ein Gesamtfazit zieht, was war so im Gesamtfazit Ihre wichtigste Erkenntnis? Meine wichtigste Erkenntnis war, Forschung zur Lehrer-Schüler-Beziehung unbedingt stärken und weiter vorantreiben. Und es hat mir nochmal gezeigt, wie ich auch zum Einstieg gesagt habe, also Lehrer-Schüler-Beziehungen sind unfassbar kompliziert und unheimlich bedeutsam gleichzeitig im Unterricht und Erziehungsgeschehen und können in ihrem Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler und den Lernerfolg gar nicht hoch genug und noch eingeschätzt werden. Super, schönes Schlussfazit. Vielen, vielen Dank, Herr Sömers. Danke für Ihre Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß. Danke, mir auch. Ja. Alles Gute für Sie. Ja, Ihnen auch. Danke. Ja. Wiedersehen. Ja.